Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute stelle ich euch meinen 90er-Gänge-Video Part 64 vor. Das ist eine Videoreihe, da stelle ich euch nochmal alle meine Spiele vor. Ja, und Merchandise, was ich mir in den letzten Monaten gekauft habe. Ist sehr viel. Ich kann euch sagen, das nächste wird nicht so viel sein, weil ich habe es ja jetzt schon mal angeschnitten. Ich habe einiges zu bezahlen, einige Sachen, die vor mir stehen. Da wird es in nächster Zeit mit Videospielen nicht mehr so viel sein, leider. Aber die Ausbeute ist sehr gut und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem wenigsten. Und das war einmal für den GameCube, das habe ich mir ja letztens auf dem Flohmarkt für 5 Euro neu gekauft. Das war so in Originalfolie. Sparta Total Warrior oder Total Warriors Warrior von Sega ist ein Hack and Slay, der sehr brutal ist. Also man kann da Arme und sowas abschlagen. Habe das Ganze schon mit PS2 und für 5 Euro habe ich mir das gerne für den GameCube nochmal mitgenommen, weil da habe ich eh nicht so viele Spiele. Ich habe den GameCube ja sehr spät geholt und da dachte ich, nehme ich mir das gerne mit. Dann aus England neu bestellt für kleines Geld Trauma Center New Blood. Das ist übrigens auch in Deutsch, also es hat deutsche Untertitel. Ist ein Novel-Puzzle-Geschicklichkeitsspiel, wo man halt ein Arzt ist, eine Operation durchführen muss, unter Zeitdruck oder auch Knöchelbrüche verheilen muss. Ich finde es cool, ich fand den ersten Teil schon cool und ist von Atlus, also sehr gut. Dann auch neu für kleines Geld aus England gekauft, Tenchu Shadow Assassin, das gibt es auch für die PSP. Habe ich noch nicht gespielt, aber ich mag die Tenchu-Reihe sehr gerne. Die Grafik sieht für Wii-Verhältnisse sehr gut aus. Wenn die Steuerung auch so gut ist, wie ich mir das vorstelle, ist es ein gutes Tenchu. Wenn die Steuerung scheiße ist, macht das ganze Spiel kaputt. Dann habe ich mir auch auf Amazon viel kleines Geld gekauft, ich glaube für einen Zehner, Transformer Mission, Mission auf Cybertron von Activision. Ich habe ja schon für die PS3 Kampf um Cybertron und Untergang von Cybertron, die habe ich geliebt. Und das ist so ein Sequel extra für die Wii gemacht worden, also praktisch der erste Teil war extra für die Wii anders. Man kann ihn zu zweit spielen, ist ein Railgun-Shooter, wo man halb auf Schienen geht. Hab das einmal mit den Decepticons durchgespielt, hat eine deutsche Synchro, hat mir bis jetzt gut gefallen. Ich werde es noch mit der Autobots-Seite durchspielen. Und dann kann man halt auch noch, wenn man will, so die Mission nochmal mit Highscore machen, wenn man halt will. Ist aber ein gutes Spiel, wie ich finde. Ja, dann ein Spiel, was ich am meisten in letzter Zeit gespielt habe, Zelda oder The Legend of Zelda Breath of the Wild für die Wii U. Ich finde die Wii U Fassung ist total in Ordnung. Klar, hier und da ruckelt es, bevor die Switch-Fassung aber ein Patch bekommen hat, hat es da auch geruckelt. Wenn ihr noch keine Switch habt, könnt ihr das aber auch ohne Bedenken für die Wii U kaufen. Ist ein sehr schönes Spiel und hat ein sehr schönes Motiv, wie ich finde. Dann auch aus, glaube ich, England gekauft, Warriors Orochi Hyper 3. Ein Hack and Slay à la Dynasty Warrior, Hyrule Warriors. Habe ich noch nicht gespielt, aber ihr wisst, was euch erwartet. Was ich cool finde, man kann es auch hier, dieses Spiel auch auf dem Sofa spielen, wenn man halt einen Fernseher anhat und dann halt mit dem Controller weiterspielen will. Man kann es zu zweit an einer Konsole spielen. Und was ich hier gut finde, man kann es sogar online zu zweit spielen, was bei Hyrule Warriors leider nicht ging, was ich ein bisschen schade fand und immer noch heute schade finde. Warum das Koei damals da nicht gemacht hat bei Hyrule Warriors, verstehe ich bis heute nicht, aber wenn man sowas mag, kann man sich das holen. Dann hat mir mein Bruder, glaube ich, aus dem Mediamarkt oder Saturn Watch Dogs für die Wii U für 14,99 habe ich mitgebracht. Ich habe die Xbox 360-Fassung damals sehr gerne gespielt, weil mir die gut gefallen hat. Die Wii U-Fassung soll ja sehr schlecht umgesetzt worden sein von Ubisoft, was ich schade finde, weil die Wii U ja ein bisschen mehr Power hat als die PS3 und Xbox 360. Wenn die wirklich so unspielbar ist, dann hat Ubisoft hier wirklich gestammt bei dem letzten Spiel. Vor allem, weil es so lange verschoben wurde. Dann habe ich durchgespielt Sniper Elite V2. Ja, ist ein Spiel, wo man Scharfschützen ist mit einer Killcam, macht sehr viel Spaß. Je nachdem sieht es auch ekelhaft aus, wo man halt den Gegner trifft. Das Ganze habe ich auch schon für die Xbox 360 gehabt. Habe es auf der Wii U trotzdem nochmal gerne durchgespielt. Der Wii U-Controller nutzt hier nur praktisch als Karte und sowas. Oder halt, wenn man halt, auch hier, das finde ich wiederum gut. Man kann halt, wenn jemand Fernsehen gucken will, dann kann man halt auf dem Controller weiterspielen. Was ich ein bisschen schade finde, man kann ja mit der Wii U und den 3DS Bilder teilen und da was runterschreiben. Das geht mit dem Spiel an zwei Stellen. Im Startmenü und wenn man halt das Spiel durchschreibt. Man kann es leider nicht mit Gameplay-Material machen. Ansonsten ein solides Spiel. Da ist ja jetzt auch der neue Teil erschienen. Sniper Elite 4, PS4, Xbox One und PC. Werde ich mir dann irgendwann mal kaufen. Mal gucken, für welches System. Ja, dann habe ich für die Xbox 360 geschenkt bekommen, neu. South Park, der Stab der Wahrheit von einem Abonnenten. Der wollte aber nicht genannt werden. Freut mich, ist zwar die PAL-Fassung. Ich habe das Ganze aber auch in der US-Fassung für die PS3. Hier sollen die Minispiele fehlen. Mit der Analsonde. Aber im Ganzen stört mich das nicht. Und ist ein sehr gutes South Park-Spiel, die für N64, PS1, Dreamcast waren jetzt nicht so gut. Das Kartspiel ging gerade noch so. Aber das hier ist echt ein gutes Rollenspiel. Wenn ihr South Park-Fans seid, könnt ihr euch das holen. Ich freue mich aber auch auf das Neue, was wieder verschoben wurde auf Ende Dezember 2017, weil es auch deutsche Synchro haben soll. Das hat nur deutsche Untertitel. Dann Metal Gear Solid The Phantom Pain aus dem Saturn geholt für, ich glaube, 10 Euro. Eigentlich ein sehr gutes Spiel. Also ich habe da sehr viel Blödsinn gemacht bei der PS4-Fassung. Habe es geliebt, habe da viel gesammelt, dass ich mehr Waffen und sowas sammeln kann. Aber irgendwann kommt dieses Mother-Based-Getue und das hat mich so genervt, dass das den ganzen Spielfluss kaputt macht.
Und auch, dass die Story manchmal nicht weiterverfolgt wird. Ich habe es schon mal erwähnt, das mit den Kindern und den Gear. Fände ich ein bisschen schade, weil dann wäre es top gewesen. Aber ansonsten ein gutes Metal Gear, aber Metal Gear 4 bleibt für mich immer noch das Beste. Dann habe ich mir auch im Saturn für 5,99, glaube ich, gekauft oder 4,99 Mass Effect 2 in der Classic Edition zwar, stört mich aber nicht. Ist meiner Meinung nach das beste Mass Effect, das hat mir noch für die 360 gefehlt. Und das neue soll ja jetzt nicht so gut sein für die PS4, Xbox One und PC. Aber das wird ja anscheinend total gepatcht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man Spiele dann nachpatchen muss, dass man sie nicht halb fertig veröffentlicht. Aber gut, ich bin kein Entwickler. Das ist eben EA. Aber wenn es am Ende gut ist, ist es ja für uns alle gut. Dann habe ich mir für die PS3 Persona 5 geholt. Auch für die PS3. Ich habe es mir auch für die PS4 in der Collector Edition da geholt. Ich mag meine PS3, das wisst ihr. Und deswegen muss es auch für die PS3 nochmal sein. Außerdem ist es für mich, glaube ich, das letzte große PS3-Spiel, wenn nichts mehr kommen sollte. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ist so ein Ding, da braucht man viel Zeit. Und deswegen dauert es, bis ich das mal spielen werde. Ein Spiel, was ich schon mal ein bisschen gespielt habe, mit zwei Charakteren durch, ist Blaze Blue Central Faction. Das war der letzte Ableger für PS3 und PS4. Hat einen rockigen Soundtrack als der Vorgänger. Hat auch zwei Story-Modus, also so einen Novel-Story-Modus, wo ihr praktisch nur lesen müsst und wegdrücken könnt, wenn ihr wollt. Hat Anime-Sequenzen. Und dann gibt es noch einen Modus, wie ihr halt kennt. Ihr könnt für jeden Charakter einen Story-Modus spielen. Und jeder Charakter, was ich hier aber gut finde, hat drei Story-Abschnitte. Also drei kleine Story-Abschnitte. Ich glaube, jeder Kampf war fünf Kämpfe, also 15 Kämpfe. Gefällt mir bis jetzt sehr gut, muss ich sagen. Online geht es auch, habe ich auch einmal gespielt. Läuft ohne Probleme, macht Spaß. Und wenn ihr Blaze Blue Fan seid oder ein gutes Beat'em'up so für die PS3, kann ich euch das empfehlen. Dann ein Visual Novel, was ich mir ganz günstig bei Amazon für 5 Euro mit Versand 8 Euro gekauft habe. Habe ich noch nicht gespielt, war neu und ich dachte mir, es hat was mit Blaze Blue zu tun und für PS3 nehme ich es gerne in die Sammlung. Muss ich mal gucken, dauert aber noch, bis ich das spielen werde. Gibt auch einen anderen Teil, das ist X-Blade Code Embryo. Es gibt noch einen Teil, den gab es in den USA für PS3 und PS Vita, bei uns nur digital. Den werde ich mir dann mal aus den USA besorgen. So, das waren die PS3, Wii U, Wii, GameCube-Spiele und Xbox 360. Ich mache jetzt einen Schnitt, denke ich mal, oder mache ich weiter? Ne, ich mache erstmal noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, dann mit den 3DS habe ich mir Yokai Watch 2 kräftige Seen geholt. Gibt ja zwei fast knochige Seen, glaube ich, ist die andere Fassung. Habe ich noch nicht gespielt, aber den ersten Teil habe ich sehr gerne gespielt. Ich mag auch die Serie sehr gerne. Da soll ja auch irgendwann mal eine neue Staffel kommen. Ich freue mich drauf. Hier ist ein Krümel drauf, das nervt mich gerade. Hier ist eine Münze dabei. Bei der ersten Fassung war ja erst gar keine dabei. Da kam die ja nochmal mit Münze. Was ich gut finde an Nintendo, sehr gute deutsche Umsetzung, deutsche Originalsynchro, deutsche gute Texte. Also kann ich ohne Bedenken empfehlen. Jetzt mache ich aber einen Schnitt und dann geht es gleich weiter mit den anderen 3DS-Spielen. Bis gleich. Und wir sind zurück. Dann habe ich mir für ein kleines Geld Dragon Ball Z Extreme Butoden oder sowas, oder Bototen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gekauft. Ist ein Beat'em'up, hat deutsche Untertitel, was ich gut finde. Was mir ein bisschen stört, es gibt zwar mehrere Charaktere, wo man den Story-Modus durchspielen kann, aber an einem gewissen Punkt wiederholt sich das. Es ist immer dasselbe. Was ich ein bisschen schade finde, aber es macht Spaß. Man kann es auch, glaube ich, online spielen. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber Grafik ist sehr gut und ich glaube, es ist auch von dem Blaze Blue-Entwickler, weil es spielt sich ein bisschen ungefähr so. Aber es macht Spaß und ist ein sehr gutes Dragon Ball. Nur ist es ein bisschen eintönig nach einer Zeit. Dann habe ich von Nintendo gestellt bekommen Mario Sport Superstars. Da sind fünf verschiedene Sportarten drauf. Ich glaube, Reiten, Baseball, Fußball, Tennis und Golf. Ich habe bis jetzt am meisten Fußball gespielt, die anderen Arten aber auch mal kurz angespielt. Gefällt mir, man kann es auch online spielen. Ja, ist halt ein Spiel, was in der Zeit vom Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen steigt. Beim Fußball finde ich es am Ende ein bisschen schwer, aber es macht trotzdem Spaß. Und kann man sich kaufen, wenn man so Sportspiele mag mit Mario. Aber erwartet zum Beispiel beim Fußball nicht, dass es die Klasse eines Mario Soccer erreicht. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch schon mal die Bilder da nochmal genau zeige. Da war so ein Blättchen mit Karten dabei. Das wollte ich hier nochmal ein bisschen genauer zeigen. Weil ich es beim Unboxen nicht hingekriegt habe, beziehungsweise keine Zeit habe. Ich hoffe, man sieht alle gut. So, ich hoffe, macht einfach Pause und sucht ein bisschen ran. Auf der Rückseite war dann weiß. Und wenn ihr euch das kauft, ist dann noch eine Karte dabei. Ich dachte, hier wären mehrere drin, aber hier war nur eine drin, und zwar die vom Wario. Also ich kann es empfehlen, macht schon Spaß. Vor allem, wenn man es mal online spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das mit einer Karte mit mehreren 3DS spielen kann. Muss ich mal gucken, weiß ich gar nicht. Ja, dann ein Rollenspiel, eine Umsetzung von einem PS2-Titel, Dragon Quest 8, die Reise des verwünschten König. Ich habe es damals auf der PS2 sehr gerne gespielt. Es ist für mich eines der besten PS2-Spiele gewesen im Rollenspielsektor. Und die 3DS-Fassung ist gut gelungen, was ich bis jetzt gesehen habe. Es gibt auch neue Charaktere. Wie sehr die jetzt in der Story mit eingebunden wurden, weiß ich nicht. Oder ob die einfach nur Nebendarsteller sind, muss ich gucken. Habe es noch nicht gespielt. Bevor ich so große Titel anfange, möchte ich es nie durchspielen. Weil nach Hyrule Warriors, ach Hyrule Warriors, nach Breath of the Wild, hatte ich erst keine Zeit dafür.
Dann haben wir hier Ponchi und Yoshi Wally World, also eine Wii U-Umsetzung, halt mit Ponchi-Levels, die extra sind und die kleinen Ponchis, die da neu gemacht wurden. Eine gute Umsetzung, aber hier fehlt der Zweispieler-Modus, den ich auf der Wii U sehr geliebt habe. Also ich kann euch beide Fassungen empfehlen, aber wenn ihr es zu zweit spielen wollt, solltet ihr euch die Wii U-Fassung holen. Aber auf dem 3DS ist es auch sehr gut gelungen. Und dann nochmal New Yoshi Island. Ich hatte das schon in der normalen Fassung. Mein Bruder mag die Select Edition nicht und tauscht dann mit mir immer, weil mich die nicht stören. Und ja, ist ein solides Jump'n'Run. Kommt nicht an den Super Nintendo Teil ran, aber für kleines Geld. Ich glaube, das kostet ja auch nur noch 15, 19 Euro. Kann man sich das auch in der Select Edition holen. So, das waren die 3DS-Spiele. Jetzt kommen wir zu den Vita-Spielen. Übrigens, Vita, ich habe mein Jahresvideo 2016 PS Vita hochgeladen. Das werde ich euch mal hier oben verlinken und in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal gerne ansehen. Ja, vor kurzem erst gekauft, Rose in the Twilight in der Limited Edition. Ja, ein Puzzle-Klobelspiel. Habe ich noch nicht durchgespielt, noch gar nicht angefangen, um ehrlich zu sein. So viele Spiele sind zurzeit bei mir da, die durchgespielt werden wollen. Aber ich wollte es haben, weil ich liebe die PS Vita und ist bestimmt ein gutes Puzzle-Spiel. Dann haben wir hier ein ja, Shooter-Spiel, Galgun Double Peace. Das habe ich für die PS4 und auf der PS4 auch schon einmal durchgespielt. Hat Fanservice. Es geht darum, dass ein Junge in einen Charakter verliebt ist, aber sie nicht in ihn. Und dann ist eine Fee, glaube ich, oder ein Engel, ich weiß es nicht mehr, ein Teufel, der gibt ihnen so einen Zauber. Dann lieben aber alle Mädchen ihn. Die ganzen Mädchen muss man immer abschießen, bevor die einen küssen und sowas. Ich finde es sehr lustig, ist zwar schnell durch, aber es macht Spaß und ich finde es cool. Dann habe ich mir letztens auch für, was war's? Ich weiß es nicht mehr, für kleines Game Saturn im Angebot gekauft. Sword Art Online, das letzte. Habe das Ganze auch schon für die PS4. Hier war ja mein Poster irgendwie so nass. Habe es mal wieder reingelegt. Ihr seht das vielleicht ein bisschen wellig und ja, schade eigentlich um das Poster. Aber das Spiel ist sehr gut. Manche fanden den Vorgänger besser. Ich finde den Teil hier besser. Dann habe ich mir auch viel kleines Geld, ich glaube für 22 Euro, World of Final Fantasy gekauft. Das Final Fantasy, was ich mehr gespielt habe auf der PS4. Final Fantasy 15 habe ich zwar auch eine gewisse Zeit gespielt, aber dann irgendwann abgebrochen. Ich weiß, viele mögen es. Ich finde es bis jetzt ganz gut, aber mir hat das irgendwie mehr gefallen. Fragt mich nicht, warum. Dann habe ich mir, limitiert war das, Shovel Knight bei eBay gekauft. Den Preis kann ich euch leider nicht mehr sagen. Kam ja leider bei uns nicht als Vita-Fassung raus, nur in den USA konnte man das bestellen. Aber ich habe es trotzdem gerne in meiner Sammlung. Ihr fragt euch jetzt, warum habe ich das Booklet so rumgetan, weil es wegen den Knicken, manche drehen um, dass sie wieder ausgeglatscht werden. Ja, aber es ist ein gutes Spiel, ich habe es auf der Wii schon durchgespielt. Dann habe ich mir bei Limited Run Games Lone Survivor The Director's Cut gekauft. Das Spiel hat mich immer interessiert. Auch das ist leider bei uns nicht als Vita-Fassung erschienen. Es gibt es zwar für jedes System, PS3, Xbox 360, ich glaube PS4, Xbox One, weiß ich gerade gar nicht, aber für PS3, Xbox 360, PC gibt es das sogar mit deutschen Untertiteln und hier ist das alles in Englisch, aber ist trotzdem sehr gut. Dann habe ich mir neu gekauft aus England, da weiß ich die Preise aber leider nicht mehr. Ninja Gaiden Sigma Plus. Noch nicht gespielt, aber ich mag Ninja Gaiden und deswegen ist es hier mit drin. Dann habe ich mir Ninja Gaiden Plus 2 auch noch geholt, neu aus England. Auch hier noch nicht gespielt, aber ich denke, es wird gut sein. Und dann haben wir ein Spiel, was ich aus dem Bender Meister seinen Shop gekauft habe, für 10 €, glaube ich, war es gewesen. Assassin's Creed Liberation. Ja, neu für 10 €. Wollte ich es eh mal haben und habe ich mir gerne mitgenommen. Also vielen Dank nochmal für den klasse Preis, wenn du das Video sehen solltest. Hat mich sehr gefreut. So, einige gute Vita-Spiele, beziehungsweise können alle gut sein. Die ich zumindest gespielt habe, sind gut. Die anderen kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke, die werden gut sein. Kommt aber auch immer auf den Geschmack an. Ja, jetzt kommen wir zu den PS4-Spielen. Da habe ich mir einmal im Januar, ich glaube fast Ende Januar, Tales of Berseria gekauft in der Collector Edition. Mit den Figuren, das zeige ich euch aber gleich nochmal im anderen Abschnitt. Nur angespielt kurz, auch hier wieder kamen so viele andere Spiele dazwischen. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Dauert aber noch was, bis ich das durchspielen werde. Aber ist bis jetzt, meine ersten Eindrücke sind auf jeden Fall positiv und es könnte besser sein als der Vorgänger. Nioh habe ich ja jetzt, ich weiß nicht, ob man es Nioh ausspricht oder Niel, keine Ahnung, noch nicht gespielt, aber auch für normalen Preis, glaube ich, gekauft. Ich glaube, ich habe es für 65 € gekauft, weil ich dachte, es wäre wie Onimusha, ist jetzt doch mehr wie Dark Souls. Bisschen enttäuscht war ich darüber, schon wo ich das gelesen habe, aber egal. Ich mag auch Dark Souls und wird bestimmt gut sein. Dann haben wir hier Naruto Shippuden Ultimate 4 Boruto. Für den normalen Preis, glaube ich, gekauft. Bin mir da auch nicht mehr sicher. Da sind halt alle DLCs vom Vorgänger dabei, plus der DLC, also die ganzen Kostüme, Charaktere, plus der DLC mit den Boruto. Die Story, und da kommt ja jetzt dieses Jahr noch Ninja Storm Collection 1 bis 3. Ich glaube, da ist der auch dabei. Das weiß ich jetzt aber nicht.
Ich glaube schon, müsst ihr mal euch ein bisschen informieren. Wenn ja, dann würde ich da warten, habt ihr nämlich dann alle Teile auf einer Disc. Aber das ist hier dann auch für kleines Geld zu empfehlen. Dann haben wir hier Gravity Rush 2. Auch noch nicht gespielt, obwohl ich Cat und sein Abenteuer eigentlich geliebt habe auf der PS Vita. Kleine Info: Man kann ein DLC-Kostüm, ich glaube zu Phantasy Stars Online umsonst runterladen und den DLC Story DLC von Raven umsonst runterladen. Nur so kleine Randinfo. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Schnitt, dann machen wir weiter. Also bis gleich. Und wir sind zurück zum dritten Schnitt jetzt. Und zwar haben wir hier dann einmal Kingdom Hearts HD 2.8. Habe ich noch gar nicht gespielt. Habe ich mir eine Limited Edition gekauft mit den Schlüsselanhänger, PIN oder was das da war. Das andere, diese HD Remix von der PS3-Fassung, habe ich mir noch gar nicht geholt. Werde ich mir irgendwann später mal holen. War es mir jetzt nicht 40 Euro wert. Aber so jetzt den Teil habe ich dann schon mal. Dann habe ich hier Digimon World Next Order gekauft. Gab es ja für PS Vita und PS4. Leider die PS Vita-Fassung nur digital. Nächstes Jahr kommt auch ein neues Digimon mit deutschen Untertiteln wieder. Aber auch dieses leider nur für die PS Vita digital, was ich schade finde. Allgemein finde ich es kacke, wenn Publisher wie Bandai Namco erst PS Vita-Spiele bringen wie Sword Art Online und dann wieder digital. Mein, bringt doch alles auf PS Vita hier raus. Dann ein Hack and Slay, Berserk the Band of the Hawk. Leider auch noch nicht gespielt, aber soll ganz gut sein. Sehr brutal für so eine Art Spiel von Koei. Bin gespannt, ich habe den Dreamcast-Teil damals sehr gerne gespielt und mal gucken, wann ich diesen spielen werde. Leider geht er nur zu einem Player. Dann haben wir hier ein Indie-Spiel, Abzu, spricht man das so aus? Ich dachte erst so, ah, so wie Journey. Es ist ein bisschen, es geht in die Richtung von Journey, auch das mit den diesen Fischen kommunizieren. Man kann auch Minitieren, oder wie man sagt, aber ich finde Journey persönlich besser, aber sonst ein sehr gutes Indie-Spiel, sehr schön farblich und es ist sehr ruhig, man kann sich darauf einlassen, Minitieren, sag mal Minitieren, ich weiß das Wort gerade nicht, aber ich fand Journey doch ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber trotzdem für kleines Geld auch ein sehr gutes Indie-Spiel. Dann ein Spiel, was ich schon auf der PS3 sehr gerne gespielt habe, Transformer Devastation. Das habe ich auch als Bender meistens in den Shop gekauft. Ich glaube, auch für einen 10er-Band kann das sein. Klare Empfehlung, egal für welches System, gerade wenn man die alten G1-Folgen mag. Und Optimus Prime, Bumblebee und sowas. Sehr, sehr cooles Spiel. Hat leider nur deutsche Untertitel, aber trotzdem, da sind die englischen Originalsprecher von der Serie dabei. Ich liebe es. Es ist zwar kurz, aber es ist ein Platinum Games. Ich liebe die alte Serie. Ich mag Transformer allgemein und kann es darum auf jedem System empfehlen. Dann ein Spiel, was ich zwischendurch immer jetzt zur Zeit spiele, Formel 1 2016, das habe ich ja aus dem Saturn in dieser Aktion für 24 Euro oder sowas gekauft. Ja, ist ein gutes Formel 1 Spiel, es gibt jetzt auch Safety Card, hatte am Anfang meine Probleme ein bisschen mit dem Spiel, aber jetzt bis jetzt gefällt es mir doch sehr gut. Es gibt Schäden, es gibt Reifenplatzer, es gibt ein Safety Card, aber man muss es halt einstellen. Es hat auf jeden Fall mehr Auswahl, es gibt einen Karrieremodus und man kann auch einen normalen Fahrer eine Karriere fahren. Es geht online, aber dafür braucht man PSN. Ja, es ist auf jeden Fall besser als der Vorgänger. Ob es besser ist als der PS3-Teil von 2013, weiß ich nicht, weil das bis jetzt mein Lieblings-Formel 1 war von Codemaster. Aber bis jetzt schlägt es sich ganz gut. Dann habe ich mir noch für 5 Euro PES 2016 bzw. Euro 2016 gekauft. Für die PS4, das Ganze hatte ich auch für die PS3, aber das hat sich meine Schwester dann genommen, weil sie es haben wollte. Die hat eine PS3, aber sie sagt, okay, hier kannst du geschenkt haben. Und ich habe mir dann die Fassung behalten und noch nicht gespielt, wird aber ein gutes Fußball sein, denke ich mal. So, das waren die PS4-Spiele. Jetzt haben wir noch diese drei Steelbox, die ich euch noch zeigen wollte. Ich habe jetzt auch nicht gezählt, wie viele Spiele es jetzt waren. Das war eine Menge. Und wie gesagt, also mein PS4-Regal ist voll. Muss ich gucken, wie ich das jetzt mache. Und ja, die Boxen, die stelle ich eigentlich auch nur noch aufeinander. Aber will man machen, so ist das mit dem Sammler eben. Man braucht Regale und dann will man noch Spiele haben. Und. Dann haben wir hier einmal Nier in Steelbook. Das ist jetzt mein nächstes Projekt, was ich spielen will. Das hat ja auch mehrere Enden. Da habe ich mir die Collector Edition gekauft. Ich, Idiot, habe bei den raus in der großen Box die Kiste unten am USK-Logo kaputt gemacht. Das hat mich eben ein bisschen abgefuckt. Dabei war das Spiel, ein Soundtrack. Ups. Ein kleines Booklet, DLC-Zeug. Die Figur von 2B. Diese Box. Oh, die zeige ich euch aber gleich nochmal. Dann haben wir hier Horizon Zero Dawn von Guerilla Games. Ich mag das Studio, weil sie Killzone gemacht haben oder Shellshock Vietnam 667. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ist auch so ein nächstes Projekt, das ich durchspielen will. Und am liebsten möchte ich es platinisieren, weil das haben einige gemacht. Und ich bin jetzt nicht so der Platin-Trophy-Jäger, aber wenn es möglich ist und es nicht zu schwer ist, mache ich es sehr gerne. Das hat auch ein Inlay-Bild. Und die Figur von Aello heißt sie, glaube ich, ne? Finde ich sehr schön. Also die war mir das Geld echt wert. Und dann haben wir hier noch das E-Book von Persona 5 aus der Limited Collector Edition. Ja, auch hier
Mal gucken, welche Fassung ich als erste durchspielen werde, PS3 oder PS4. Die Fassungen geben sich nicht wirklich viel. Und ja, irgendwann nach Tales of the Berseria und Nier werde ich das mal anfangen. Ja, dann zeige ich mal, was da alles bei war so. Oder mache ich einen kurzen Schnitt? Ne, ich mache das jetzt in diesem Video noch. Da sieht er dann mal hier die Figur nochmal. Dann haben wir hier das kleine Artbook, was bei Rose of the Trinity dabei war. Die Schultasche aus der Persona Collection. Dann den Soundtrack von Arrows in the Twilight, dann das Artbook von Persona 5, was sehr groß ist, dann die Box, dann den Soundtrack, dann haben wir hier die zwei Figuren, die bei der Collector von Tales of Berseria dabei waren, dann haben wir hier das Plüschtier aus der Collector Edition von Persona, da oben haben wir den Bandai Namco Geist, den ich mir aus dem Shop gekauft habe, ich dachte eigentlich, da wären mehrere dabei, es war aber nur der eine, dann haben wir hier den Amiibo aus der Punchy Volleyball Edition. Dann haben wir hier den Pin aus Kingdom Hearts, aus der Limited Edition, die Box aus, also die Box von Tales of Berseria, die Verpackung von der Limited Edition, dann haben wir hier die Verpackung von Twilight Dingsbums da, dann haben wir hier die Figur, den Schlüsselanhänger, das Artbook von Nier, die Box von Nier, die ich eigentlich sehr cool finde, das Artbook von Horizon Zero Dawn, hier haben wir die Figur, dann haben wir die Pins, die bei Tales of Berseria dabei waren, plus den Schlüsselanhänger, den hat man aber nur bei GameStop als Vorbesteller bekommen. Und das The Art of Tales of Berseria und das Steelbook. Und habe ich jetzt alles gezeigt? Ich meine, ja. Ja, das waren die Sachen der letzten knapp 3 Monate. War sehr viel, wie gesagt. Habe ich es überhaupt gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Das nächste 19-Gänge-Video wird auf jeden Fall nicht so viel sein, weil ich habe einiges zu bezahlen. Weil mir ist ja vor einiger Zeit ein Stück Zahn hinten abgebrochen, wo ich ihn auf einer Möhre gebissen habe. Ich wollte das Gutes für meine Augen tun und dann habe ich was Schlechtes für meine Zähne getan. Da kommt jetzt eine Krone drüber, die kostet knapp 300, 400 € und 380 Euro. Ja, muss ich wohl dazu tun. Ist nicht, ist scheiße eigentlich. Oder ich muss mal gucken, ich zahle glaube ich weniger. 380, nee, halt 385 € kostet die Krone und 200. 80 muss ich, glaube ich, dazu zahlen. Irgendwie sowas war es. Muss ich nochmal in den Zettel gucken. Ich habe den Termin jetzt am 2.5. Dann habe ich meine Stromabrechnung, Jahresverbrauch bekommen, 310 € Nachzahlung und das tut schon weh. Und das nervt mich auch, gerade wo ich so viel Geld auf Seite gelegt habe. Aber gut, das ist das Leben. Leider kann man sich nicht nur Spiele kaufen. Man muss ja noch irgendwie ja, die Rechnung bezahlen und essen. Ich brauche das ja nicht zu bezahlen, glaube ich. Habe ohne ein Stück Zahn hinten rum und ohne Strom irgendwann. Aber das will ich mir dann nicht antun. Ja. Das war's von mir. Ich würde mich über eure Kommentare bewerten, sehr freuen. War eine Menge und ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Euer Gavatrons. Tschüss.